Ihr hört es mir immer predigen, verwendet die richtigen ICC-Profile. Aber warum eigentlich und wie man die genau verwendet, habe ich euch noch nie so recht gesagt. Deswegen nutzen wir heute mal die paar Minuten in dem Video und schauen uns das gemeinsam an, wie printet man richtig mit richtigen ICC-Profilen. Bis gleich. Wir fangen gleich mal an mit dem Warum. Warum verwenden wir eigentlich ICC-Profile? Ich möchte es wirklich ganz einfach erklären. ICC-Profile sind sozusagen die Bauanleitung, um unserer Software-Papier-Drucker-Kombination zu sagen, wie druckst du farbgetreu korrekte Bilder? Was meine ich mit farbgetreu? Wie druckst du die Bilder so, dass sie gleich wie auf unserem Bildschirm aussehen? Kurz vorweg, auf unserem kalibrierten Bildschirm. Man sollte bitte Fotobildschirm immer kalibrieren, damit die Farbechtheit gewährleistet ist. Wenn ihr mal mehr zum Bildschirmkalibrieren erfahren möchtet, schreibt es mir in die Kommentare, mache ich gerne ein Video. Heute gehen wir mal davon aus, unser Bildschirm ist geprintet und wir wollen, dass am Print die Farben gleich aussehen wie am Bildschirm. Und dafür sind diese ICC-Profile da. Nur, warum brauche ich diese Bauleitung eigentlich? Als Beispiel, jedes Papier ist unterschiedlich dick und nimmt auch Tinte unterschiedlich gut auf. Dementsprechend müssen wir dem Drucker sagen, wie viel Tinte soll er beim Printen verwenden. Ja, das sind minimale Unterschiede, aber durchaus merklich. Und das zweite, noch wahrscheinlich noch wichtigere, ist eben, dass der Drucker genau weiß, wie er diese Farben darstellen soll. Das ist alles immer ein bisschen schwierig, wenn wir vom Digital ins Analoge gehen, weil es ist nicht so einfach, dass das blaue am Bildschirm gleich das blaue am Drucker ist. Und mit diesen ICC-Profilen, die ja von den Druckpapierherstellern kommen, haben die das zu Hause sozusagen schon ausgemessen, damit wir dieses fertige Rezept verwenden können, damit es korrekt abläuft. Gut, jetzt gehen wir mal zum PC und schauen uns mal an, ganz schnell und zwar anhand von zwei Beispielen, wo kriege ich diese ICC-Profile her? Und noch wichtiger dann, wie drucke ich damit richtig? Alles zum Bildschirm. Ich habe mir hier mal Ilford und Hahnemühle rausgesucht. Hahnemühle kennen wir eigentlich schon vom letzten Video, aber die das nicht kennen, nochmal kurz. Auf der Hahnemühle-Website zum Beispiel Digital Fine Art, ICC-Profile, Download Center, Drucker auswählen und dann hier noch Papiersorten auswählen. Und hier sind sie schon. Einfach draufklicken, runterladen, Doppelklick und ist installiert. Wo wir die dann finden, schauen wir es nachher an. Ganz kurz Ilford, meistens ist es unter Support, Printer Profiles und Paper Settings, View Download and Profiles, die verschiedenen Papiersorten, Drucker und liebes Ilford, es gibt immer noch keine korrekten ICC-Profile für den Canon Pro 200. Wenn ihr das seht, unwahrscheinlich, aber wenn doch, bitte gebt endlich Gas, es wird wirklich Zeit. Aber wir würden dann hier den Drucker auswählen. Und dann kommen wir auch wieder auf die Druckerprofile. So viel zum Finden der ICC-Profile. Meiner Meinung nach gibt es auf jeder Website eines Papierherstellers diese ICC-Profile zu finden. Manchmal etwas versteckter, manchmal offensichtlicher. Aber nun zum Printen. Ich zeige es euch heute in Capture One und auch kurz in Photoshop. Funktioniert aber grundsätzlich in jeder Software gleich. Beziehungsweise, was ich euch gleich zeige, dieses Feld der Druckeinstellungen findet ihr in jeder Software, mit der ihr drucken könnt. Hier in Capture One gehen wir auf File Print. Ich habe meine Softwares immer auf Englisch, das ist eine Geschmackssache, aber auf Deutsch gibt es natürlich die gleichen Menüpunkte. Also, File, Print. Wie gesagt, das wird in jedem Programm etwas anders aussehen, aber das Prinzip, das wir gleich durchgehen, ist überall gleich. Wir haben überall dann einen Button mit Print Settings bzw. Druckereinstellungen. Wenn wir auf das klicken, falsches Fenster, öffnet sich ein zusätzliches Fenster, in dem Fall nochmal Einstellungen. Und hier wollen wir hin, dieses Fenster könnt ihr mit Sicherheit in jeder Software finden. Und hier gibt es jetzt einen ganz wichtigen Punkt. Bei Farbe, Intensität, manuelle Einstellungen, Abstimmung, hier unbedingt keine auswählen. Warum? Wir verwenden ja die korrekten ICC-Profile, lassen das durch die Software erledigen. Dadurch brauchen wir keine zusätzlichen Korrekturen mehr. Wenn wir das einstellen, wird die Software bzw. der Drucker nochmal versuchen, zusätzlich das zu korrigieren, was eigentlich schon korrekt ist und dadurch bekommt ihr verfälschte Ergebnisse. Damals im Studio mit dem Pro 1000 haben wir viele Stunden verbracht, bis wir endlich herausgefunden haben, was wir falsch machen. Also ganz wichtig, Farbkorrektur hier auf keine. Hier könnt ihr dann noch natürlich Papiergrößen einstellen, Druckqualität, beim Medientyp, bei den Papiersorten. Ich stelle hier immer ein annäherndes Papier ein, wobei ich der Meinung bin, dass es, wenn wir die korrekten ICC-Profile schon verwenden, keinen wirklichen Unterschied mehr macht. So. Übernehmen. Und jetzt der zweite wichtige Punkt. In jeder Software gibt es dann noch einen Reiter im Druckmenü Color Profile oder Farbprofil. Und hier müssen wir nun unser korrektes, vorher downgeloadetes und installiertes ICC-Profil auswählen.
Das kann bei euch anders aussehen. Hier sind sämtliche von euch installierten ECC-Profile aufgelistet und hier wählt ihr dann das korrekte Profil aus, zum Beispiel Hahnemühle PhotoRack und Print, fertig. Damit würden wir mit dem korrekten ECC-Profil printen. Schauen wir uns gleich nochmal kurz in Photoshop an. Schnell. Photoshop ebenfalls, File bzw. Datei und Print bzw. Drucken. So sieht es in Photoshop aus. Hier haben wir einen kleinen weiteren wichtigen Punkt. Color Handling, wahrscheinlich Farbmanagement auf Deutsch, ist wichtig, dass hier Photoshop Manages Colors steht, nicht Printer. Dann könnt ihr nämlich das ICT-Profil nicht auswählen. Photoshop Manages Color, hier wieder auswählen, zum Beispiel Hahnemühle PhotoRack. Und hier haben wir wieder diese Print Settings, die Druckeinstellungen, mit denen wir wieder zu diesem Fenster kommen, das wir schon kennen. Und hier wieder, wenn das Häkchen ist, einmal weg, einmal wieder hin. Abstimmung, keine. Fertig. Und drucken. So, das war's kurz und schmerzlos. So verwendet ihr die ECC-Profile richtig. Ganz schnell nochmal die zwei wichtigen Punkte. In den Druckeinstellungen ausstellen, dass die Software bzw. vor allem der Drucker noch zusätzliche Farbkorrekturen vornehmen. Punkt 2, das korrekte ECC-Profil einstellen und in Photoshop zum Beispiel Farbmanagement durch Photoshop. Print, fertig. Dann sind eure Prints auf dem Papier auch so wie auf dem Bildschirm. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr noch zusätzliche Fragen habt, bitte gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch auf ein Like freuen. Noch mehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es gibt sicher noch weitere Videos, vor allem Thema Drucken, aber generell Thema Fotografie. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!